Hallihallo. Wer eine Aussage macht, hat die Last des Beweises. Das haben Sie sicher auch schon gehört. Und es ist eine Diskussion, die man ab und zu im Bereich der Diskussion Atheismus, Theismus findet. Ich möchte aber sagen, dass wir eigentlich als Menschen sehr viel pragmatischer mit Aussagen umgehen. Wenn ich die Aussage mache, Rom ist eine Stadt in Italien, muss ich Ihnen das jetzt beweisen? Oder sind Sie eigentlich in der Lage, sich das selber kurz zu beweisen und zu zeigen, okay, es gibt eine Stadt in Italien, die heißt Rom, es gibt noch andere Städte in anderen Ländern, die heißen auch Rom. Ja, es ist trivial, nicht? Es lässt sich einfach verifizieren, Sie können selber kurz nachschauen, das heißt, Sie haben ein eigenes Interesse, gewisse Aussagen zu verifizieren. Anderes Beispiel, jemand ruft bei der Feuerwehr an und meldet einen Brand. Was macht die Feuerwehr? Die Feuerwehr hat ein gutes Interesse daran, Brandmeldungen zu verfolgen und nicht nach Beweisen zu fragen, nicht? Und da ist ein Erfahrungswert dahinter. Das hat etwas mit dem Schadensfall zu tun, mit dem Interesse, das daran liegt. Oder das Beispiel, schauen Sie... Ach, Mann, Gott. Ich schneide das jetzt nicht raus. Sie haben Ihren Schlüssel verloren. Hier ist Ihr Schlüssel. Was tun Sie? Sie schauen kurz nach in Ihrer Jackentasche. Ah, Sie finden Ihren eigenen Schlüssel. Ah, nicht? Also eine Frage des Interesses, nicht? Natürlich gibt es Aussagen, wo wir nicht mit das selber kurz verifizieren können. Nicht? Zum Beispiel die Aussage, es gibt einen allmächtigen Richter. Jetzt sind Sie sich unsicher und Sie könnten jetzt versucht sagen, zu sagen, ja, beweise es mal. Und etwas anderes, was halt auch kursiert ist, so die Aussage, ja, man kann nicht beweisen, dass kein Gott existiert. Die Sache ist eben die, ich kann beweisen, dass der allmächtige Richter nicht existiert. Und wenn ich das beweisen kann, dann übernehme ich halt die Last des Beweises, obwohl die Aussage nicht von mir stammt, sondern ich sage, du, ich kann dir das Gegenteil beweisen. Die Frage ist nur, akzeptierst du meinen Beweis? Wirst du akzeptieren, dass ich die Last des Beweises übernommen habe? Hier ist der Beweis, nicht? Also die Aussage ist, erstens, es gibt einen allmächtigen Richter. Zweitens, weil er allmächtig ist, kann er alle Menschen zuverlässig über seine Gerichte informieren. Drittens, weil ein Richter eigentlich ehrenhaft ist, soll er alle Menschen zuverlässig informieren. Und jetzt kommt der vierte, entscheidende Punkt. Es gibt eben keine zuverlässige Information. Deshalb, fünftens, es gibt keinen ehrenhaften, allmächtigen Richter. Punkt. Wir können dann immer noch spekulieren über andere Götter, aber das ist der einzige Gott, der eigentlich in unserer Gesellschaft so viel Lärm macht. Alle anderen, die spielen gar keine Rolle. Wenn jemand einen indifferenten Gott postuliert, demgegenüber kann ich indifferent sein. Wenn jemand einen allmächtigen Psychopathen postuliert, ja, wie soll ich mich demgegenüber verhalten? Nein, wenn man, so wie die Menschen über Gott labern, meistens, sie bringen zuerst Gott mit sehr viel Verkleidung und Baggage, nicht? Das ganze Jesus-Baggage zum Beispiel, nicht? Und man muss das dann ein bisschen freischälen. In den allermeisten Fällen schält sich dann immer das Postulat des allmächtigen Richters heraus. Und den kann man widerlegen. Voilà. Ich würde eigentlich etwas verschenken, wenn ich sagen würde, ja, beweise mal, dass es den allmächtigen Richter gibt.
Ich würde dem anderen den Eindruck machen, dass ich selber keinen Beweis dagegen hätte, nicht? Deshalb ist dieser Satz hier nicht wirklich eine gute Praxis. Wenn man selber in der Lage ist, eine Aussage zu beweisen oder zu widerlegen, dann sollte man das auch tun und nicht etwa einfach nur die Verantwortung abschäufeln, weil dadurch gibt man ja anderen ja nur die Gelegenheit, weiter ihren Unsinn zu verbreiten, nicht? Und deshalb sage ich, Atheisten, nehmt doch einfach diese Last des Beweises auf euch, weil ihr könnt pragmatisch die meisten Thesen beantworten. Ihr könnt es. So. Also, das macht man nur dann, wenn man wirklich nicht mehr weiter weiß. Das ist eigentlich alles, was ich dazu zu sagen habe. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.